Noch 5 Runden, dann gibt's Dynamit und dann knallt sie ins letzte Jahrhundert. Ich sehe, ihr bewundert meine. Nerv mich nicht. Du kriegst es nicht. Ja, natürlich. Mach nochmal Boom. Shit. Was ist denn jetzt los? Haben die zurückgedrängt? Ach, ich glaube, das ist die Fähigkeit von denen, dass sie die zurückdrängen. Ah ja, stimmt, ich hätte die Kavallerie abgezogen. Ja, cool, dass sie dann da rein sind, das muss ich schon sagen. So kann ich sie nämlich schön in Ruhe reparieren. Ah ja, sehr geil. So, jetzt kämpfen wir mal auf eurem Gebiet. Mal schauen, wie euch das mal gefällt. Na, ihr haltet euch mal. Tschüss, dann mal ganz kurz daneben. Gut, und den nochmal Ugly Dude. Du hast eine Rüstung mehr. Du wirst auch mehr. Ihr werdet schon, ihr werdet schon. Das Beste an der Artillerie ist ja dann, die hat ja keinen Abzug auf Gelände. Das heißt, du kannst selbst über Berge schießen, sonst interessiert die nicht. Und das ist jetzt richtig nice. Jetzt schauen wir mal, was wir da so kaufen können. Burg. Das ist schon mal wichtig. Und die Schule ist auch gut. Gut. Ich glaube, ich komme das jetzt aus. Ja. Ich kann mir sowieso kein Ding leisten. Boah, ja, mal in der Hauptstadt. So, da kann man wohl wieder sammeln. Bis das sowieso irgendwann mal wieder meine Religion wird, das dauert ja noch Jahrhunderte. Ey. Wenn überhaupt das irgendwann. Also ich schaffe wirklich, die Polen auszulöschen, dann. Dann besteht eine reelle Chance, dass ich meine Religion wiederkriege. Weil dann verliert die Religion ja langsam an Wert. Und dann. Ja, das war mir schon von Anfang an klar. Da werde ich jetzt nicht deinen blöden Rat gebraucht. Besonders, die sind mir freundlich und haben mir dauernd den Krieg erklärt. Mei, die regen mich so auf. Buff! Hast du gesehen? Buff! Aber wenigstens ist einer umgefallen, so ist es ja nicht. So. Noch 4 Runden bis Dynamit, ey. Das dauert irgendwie viel zu lange. Ich bräuchte jetzt einen Wissenschaftsboost. So ein großer Wissenschaftler wäre jetzt geil. Komm, Schicksal, schenk mir einen großen Wissenschaftler. Los. Los, Schicksal. Toll, das nächste Bearktun ist genau 2012 fertig. Das ist nämlich das aktuelle, in das wir auch reingerutscht sind. Ah, das ist auch geil. Ah, mal drin. Ran. Ran an die Front. So. Knallt ihn ab. Ich glaube, die haben nicht mal eine Stadt mal, so wie das ausschaut. So. Ja, das war vielleicht doof.
Ah, ist egal. Dieses Let's Play ist gespickt von doofen Sachen, die ich tue. Aber ist nicht so schlimm. Sie haben schon überleben. Da ist die Arme. Eigentlich interessiert mich von den Polen nur diese Stadt, die ja eigentlich mal den Zulu gehört hat. Also mir. Ja, es ist meine Stadt, verdammte Scheiße. Eigentlich. So. Schauen wir mal, was sie tun. Also jetzt haben wir ganz schön viele Einheiten von ihnen aufgerieben. Ich glaube, das war ihre Hauptarmee. Ah! Der Mann versteht, wie man mit mir verhandelt. So. Absolut nein. Warte mal. Absolut nein. Naja, es würde aber dazu führen, dass ich jetzt nicht mehr Einheiten verliere. Absolut nein. Absolut nein. Absolut nein. Komm. Irgendwas musst du mir noch geben, komm. Absolut nein. Ja gut, gib mir ein Quadrat Kutzka und gut ist. Los geht das. So, wunderschön. Ich habe eigentlich das, was ich wollte, und warum soll man dann noch weiter Krieg führen, besonders weil ein Krieg mit Deutschland in Aussicht ist. Ich überlege mir echt, dass ich sie angreife. Ja, jetzt kommen die ganzen scheiß Stadtstaaten wieder und sagen, hey, hallo, ich bin auch noch da, lalala. Ja, zum Kotzen, ey. Habe ich jetzt eine Kanone gebaut? Ich glaube, die stelle ich doch daher. Ich fühle mich nicht sicher, wenn ich die Deutschen noch im Nacken habe, ohne Scheiß. Ich fühle mich echt nicht sicher. Ich will die Deutschen jetzt auslöschen. Das ist das nächste Ziel. Mit den Polen habe ich jetzt sowieso erstmal Frieden. Was ich mache, das werde ich glaube ich mal dahin klatschen, diesen großen Ding. Oder ich nehme ihn mit. Ist vielleicht gescheiter. Ich glaube, ich nehme ihn mit. Die 15% Schaden, die sind schon geil. So, schauen wir jetzt erstmal, dass wir mal die Wissenschaft voranbringen. So, dann tun wir jetzt gleich mal ein paar mehr Sachen ein. Damit die Städte mir hier alle 2 Minuten nerven. Denunziert, ey. Nee, das ist. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen, das sag ich da so. Na, die müssen jetzt weg. Das läuft so nicht. Das Beste ist, es dauert 6 Runden, bis ich mal da drüben bin. Bis dahin habe ich sie nur. Ach du, ja in einer Runde, ist ja noch besser. Gut. Ja, da ist irgendein unbekannter Spieler unter mir, der ist fast so gut wie ich. Hier steht, ist das ja nicht Posen, gell? Hm. Boah, tu den großen Propheten weg, Ivan, die knallt ihn ins Jenseits. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, wir haben das komplette Gebiet. Ist das Husar?
ist doch ein komisches Zeichen. Was soll denn das darstellen? Ist das ein Dönerspieß? Das ist ein Daumen nach oben. Das ist ein Schmarrn. Sehr schön. Du bist da und du. Was haben wir hier nur? Wieso raucht das Fädel? Haben die mir das angezündet? Solche Schweine. Da musst du hin. So. Gut. Ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Oh nice, das wird so geil. Können eigentlich froh sein, dass sie einen Frieden mit mir geschlossen haben. Das ist hier, glaube ich, jetzt in den Jenseits gebombt. Ah, da ist das letzte. Die Hobbitzen, die sind nämlich Gras. Direkt der Fall. Geist ist noch die nächste Stufe. Oh ja, Neuschwanstein muss ich auch bauen. Das ist geil. Ich will den Kreml bauen. Das ist ordnungsspezifische Weltwunder. Ich glaube, ein bisschen Verteilung sollte ich schon noch da lassen. Du gehst da hin. Okay. Ja gut, das war eigentlich gar nicht so schwer, jetzt Kwaduzka zu erobern. Ich nenne es einfach Kwaduzka. Ach ja. Es ist schon relativ einfach, wenn du technologisch überlegen bist. Da brauchst du natürlich strategisch nicht so viel. Aber so schlimm ist das auch nicht. Gut, Friedensvertrag ist ausgelaufen. Mit der Theresia. Das ist mir egal. Jo. Pferdchen. Geht auch irgendwo daher. Erstmal dahin. Geht gleich darüber. Ah, ich kann endlich die Universität von Oxford bauen. Das ist so ein Scheiß. Man könnte die Luftfahrt gleich noch erforschen, ist auch nicht schlimm. Ich brauche noch Schützen. So, du brauchst jetzt erstmal so weiter. Genau, einer mit Befehle. Du auch noch, na gut. Du kommst daher. Ach, die noch. Noch besser, dann haben wir ja 5 Kanonen, das ist ja voll geil. Nur regenerierst du erstmal. Aber na, du fährst erstmal darüber und dann regenerierst du dich. Gut, gut, gut. Kannst mal das Feld da reparieren und bevor du blöd rumstehst. Und du beschützt die Stadt. Du brauchst ein Münzhaus. Genau, du gehst hierher. Nächste Runde. So. Puh. Erstmal was trinken. Eisenbahn. Okay, okay, okay. Dumm, dumm, dumm. Dum, du, dum, dum, du, dum. Jetzt machen wir sie alle kaputt. Dum, du, du, dum, dum. Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, von Anfang an gar nicht so geplant, dass ich so hart militärisch vorgehe. Also. Und ich warte, bis die Eisenbahn fertig ist und dann
hau ich mir den Verbrennungsmotor gleich rein. Kann ich zwar nicht bauen. Ich kann den Zerstörer bauen. Gegen. Ich hab da jetzt Marine ein Ding. Das wäre natürlich auch geil gegen Städte, glaube ich. Nein, ich glaube. Ach, egal. Eigentlich bleibt das wurscht. Ich brauche sowieso erst Öl. Gut. Super, ja, Schmiede ist gut. Sie gleich an, oder? Warte mal. Ich warte lieber noch eine Runde. Das ist vielleicht gescheiter. So, du fährst ganz da oben hin. So viel Brummen unten auch nicht. Ich hab echt zu wenig Platz für die Einheiten alle. Haben wir es schon wieder. Ah, das lohnt sich schon. Eigentlich ist es relativ wurscht, welche Ideologie du nimmst. Es sind halt nur manche Sachen ein bisschen stärker ausgeprägt, aber sonst finde ich, ganz ehrlich, egal welche Spielstil man verfolgt, es hängt je nach deinem Spielstil allgemein ab, welche Ideologie du nehmen solltest. Das ist das. Für mich wäre jetzt zum Beispiel schlauer, ich hätte Autokratie genommen, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich so viele Kämpfe mache. Boah, das sind viele. Wow, ich hab. Boah, wo ist denn das jetzt her? What the? Nein. Das machen wir jetzt anders. Kaufen wir uns einfach unsere Zufriedenheit. So, jetzt können schon mal keine Vasallen auftreten. Vasallen sage ich. Genau. Sehr gut. Jetzt hier, ihr müsst endlich mal diese. Wann sind die endlich raus? 3 Runden lang noch. What the fuck? Es wird schon noch eine Runde warten, dann. Gut. Bis da lang. Ein paar voll die Truppenbewegung. Wo liegt denn der eigentlich hin? Das ist auch darüber. Du regenerierst dich. Du gehst daher am besten. Ah, okay. Wartest jetzt einfach. Bis mein Kreml da ist. Ich glaube, ich baue erstmal Schwanenstein. Das ist ja gescheiter. Das muss ich ja, glaube ich, da unten bauen bei Chicken Itz da. Mein Kreml kriegst oder so. Ja, ja klar. Oh, dann können sie mich angreifen. Na. Also, das ist nicht schlau. Ich erkläre ihm auf jeden Fall den Krieg. Ach. So. 12, 12, 12, 16, 11. Riesige Truppenbewegung. Meine Truppen durchqueren nur das Gebiet. Das Militär ist für uns alle Neuland.
Und ich würde sagen, los geht's. Verderbter Bösewicht, wir werden euch... Verderbter Bösewicht! Echt anders. Wenn sie die ganzen Einheiten reinschieben, ich habe keinen Platz, ey. Wie nennen wir den jetzt? Der da. Nee. Du brauchst mir einen Bauernhöfle. Damit nehme ich mir, glaube ich, wieder ein bisschen Gebiet. So. Dann haben wir hier noch. Jetzt Kanönchen. Diese Artillerie ist so geil. Boom, boom. Nice.